Der Kriegsherr von Atlantis tanzt nicht. Zum ersten Mal? Brillant. Ich wette, ihr seid ein Naturtalent. Es ist so ähnlich wie ein Kampf. Angriff, Verteidigung. Seht ihr? Ihr führt sehr gut, mein Lord. Ich rechne es eurer Grazie an, Prinzessin. Ein Krieger hat äußerst wenig Zeit zum Tanzen. Ihr seid zu gnädig, mein Lord. Wieso seid ihr hergekommen? Sicher kann alles, was Wakanda mir mitteilen will, auch durch euren Botschafter erfolgen. Nicht alles, mein Lord. Mein Bruder wünscht, dass ich die Tiger Shark-Problematik bespreche, persönlich. Ach so? Tut er das, ja? Und welche Problematik wäre das genau? Na, wie fühlt es sich an, der Gejagte zu sein? Woher soll ich das wissen? Und jetzt, Tiger Shark, kommen wir zu meinen Fragen. Tiger Shark hat sich mir widersetzt, als er die Oberfläche angriff. Er ist ein Verräter. Er gehört nach Atlantis. Er gehört also mir. Wird Wakanda unser Abkommen wegen eines Kriminellen brechen? Wakandaner halten für gewöhnlich immer ihre Versprechen. Darauf könnt ihr euch verlassen, mein Lord. Ich glaube, dass ihr das glaubt, Prinzessin. Aber was ist mit Black Panther? Mein Bruder ist Wakanda. Euer Bruder ist eigensinnig und sehr starkköpfig. Ich würde eher sagen, bestimmt und fokussiert. Qualitäten, die jeder Anführer besitzen muss, nicht wahr? Ich mag euch, Prinzessin. Ihr sprecht klar und ehrlich. Ich wünschte nur, ich hätte die ganze Zeit über mit euch statt eures Bruders verhandelt. Oh, da, Lord Atuma, stimme ich ganz zu.